Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Das letzte Mal haben wir das Nichts beendet und jetzt müssen wir uns mal weiter vorwärts begeben in dem Magierturm. Wir befinden uns immer noch im dritten Stock, meiner Meinung nach. Weiß ich gerade nicht. Aber erstmal noch zu Ende erkunden. Oh, ich habe eine Falle entdeckt. Das ist toll. Oh, das sind alles Tempel. Das ist nicht gut. Eieiei. Okay, Schaden ist viel dabei. Deutlich heiler. So. Oh, den betäube ich erstmal. Und Ruhe drauf. Gott sei Dank haben wir so viele Heile da. Noch kurz warten, also die hat gerade geheilt. Ja. Dann brauchst du erstmal einen Wundumschlag. Zack. Ah, da ist noch ein Magier. So. Geht doch. So, Stan hat ein Level up, das ist auch gut. Oh, ich durchsuche erstmal den ganzen Raum hier. Da gibt es einiges zu finden und ich habe keinen Platz dafür. Na, das ist toll. Oh. Yay. So. Der hat auch was dabei. So, jetzt gucken wir mal schnell, was er da so gekriegt hat. So, weiter. Was hat er denn da? Okay, dadurch kann er Ausdauer regenerieren. Was hat er da noch? Oh, da kann er das auch für einen kritischen Schlag. Bum, bum, bum. Trifft sein Gegnerziel automatisch einen kritischen Treffer. Okay. Okay, entweder Rüstung ausschalten, obwohl für ihn ist es wichtiger, wenn er die Ausdauer wieder zurückgewinnt, denn seine Fähigkeiten brauchen sehr viel und machen halt auch massig Damage. Deswegen ist es wichtig, dass er so lang wie möglich, so viel wie möglich Schaden machen kann. Okay, da kommen wir her. Dann hätten wir da alles schon mal untersucht. Da haben wir noch einen Leichnam. Okay, ein Zauberstab, den können wir aber nicht mitnehmen. Was macht der? Ach, das ist wieder nur so ein kleiner Lehrlingsstab. Der bringt uns nicht viel ein. Ist auch nur so eine. Obwohl. Ja, Schüler kaputzen. Kann ich mal weghauen. Und dann habe ich noch die Silberringe, die bringen ja auch nichts. Dann schmeiße ich die auch mal weg. Kann ich das nämlich noch mit einsammeln. So, hier habe ich auch wieder ein Buch. Noch ein Bücherstapel. Sehr schön. Und da sehe ich ganz viele rote Punkte, das gefällt mir wieder nicht. Das sind höchstwahrscheinlich wieder die Magier. Oh, Drachen. Cool. Hier gibt's sogar Drachen. Okay, die machen jetzt nicht viel Schaden. Aber ich glaube, da gibt's dann, wenn es Drachenjunge gibt, da gibt's auch eine größere Drachen und ich glaube, der macht dann auch ein bisschen mehr Schaden. Komm schon. Okay, das war's. Haben wir eine Truhe. Da hätten wir wieder was für unseren Hund. Nehmen wir natürlich alles mit. Die haben nichts dabei. Da komme ich nicht durch. Da sind wieder ganz viele rote Punkte überall auf der Karte.
Ich werde es tun. Ah, die Abscheulichkeiten gibt's auch außerhalb des Nichts. Habe ich da was verpasst, oder? Oh wei. Ja, das sind viele. Betrachte das als ein. Explodieren jetzt nämlich. Okay, so viel Schaden von dem ist ja dann nicht wirklich. Dann passt das auf. Noch zwei Explosionen. Dankeschön. Ah, da ist noch einer. Na komm her. Hier. Zack. Bumm. Danke. So, somit können wir erstmal warten, bis wir uns regeneriert haben. Okay, sind schon voll. Da haben wir noch einen Leichnam. Feuerblitze, okay, Inventar voll. Aber Pfeile geben einiges an Geld, deswegen gucke ich mal. Ja, hauen wir das mal weg. So, mitnehmen, Dankeschön. Was haben wir hier drin? Eine Vase. Mit Elfenwurzel, das ist gut. Das brauche ich aber. Eins Willenskraft, dann tue ich das mal weg. Nehmen wir alles mit. Betrachte das als erledigt. Private Dokumente. Oh, da kann man zwei Runen reintun. Die nehme ich erstmal mit. Da habe ich bestimmt irgendwo eine Waffe, die nicht so gut ist. Oder irgendwas anderes. Zauberstift, habe ich 6 Stück davon? Okay, dann haue ich die erstmal alle weg. Weil die bringen weder Geld noch irgendwas anderes. So. Mitnehmen. Ja, entriegelt. Gut, das war's hier. Eine Metalltür. Okay, da gibt's nichts. Also keine Gegner. Oder auch. Doch. Handelspapiere. Oh. Sehr schön. Irgendein Dämon des Thorns. Ja, Mal des Todes. Unruhe. Heilung bitte. Danke. Ich kümmere mich mal um den hier. Heilung bitte. Sehr nett. Okay, ich sehe nichts mehr vor lauter Gefunkel. Na, du schmeißt einfach mal Gruppenheilung an. Okay, weniger Gefunkel bitte. Zack. So, jetzt ist mein Zerwaffenstreich wieder ready. So, hier ist auch cooler bei dir. Dann haltst du dich mal schnell selber. So. Okay, die hat wieder kein Mana. Okay, du darfst dich auch gerne selber heilen. Ach, machen wir jetzt mal den kleinen Teil weg. Schaffen wir schon. So, der geht auch drauf. Passt. So, jetzt nehme ich den Leichnam hier noch mit. Oh, 3 Wundumschläge gleich. Der war gütig. Sehr nett. So, jetzt mal warten. Lululululululul. Komm, schneller regenerieren. Komm, go. Ja, passt schon. Wird sie schon überleben. So. Oh, es wird gespeichert. Schon wieder?
Ich weiß, wer ihr seid. Es funktioniert nicht mehr. Ich bleibe stark. Was funktioniert nicht? Er ist erschöpft. Und dieser Käfig. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ganz ruhig. Wir helfen euch. Genug der Vision. Wenn etwas in euch menschlich ist, tötet mich und beendet dieses Spiel. Die anderen habt ihr gebrochen. Aber ich bleibe standhaft. Für mich und für sie. Dreckige Blutmagier, in meinen Kopf einzudringen. Ich halte durch. Lieber sterbe ich. Wo sind die anderen Überlebenden? Weitere? Wovon redet ihr da? Wo sind Irving und die anderen Magier, die gegen Aldred gekämpft haben? Sie sind in der Kammer der Leute. Die Geräusche, die von dort heraufdringen. Oh, Herr Bauer! Wir müssen uns beeilen. Sie sind bestimmt in größter Gefahr. Ihr könnt sie nicht retten. Ihr wisst nicht, was aus ihnen geworden ist. Ich verstehe nicht. Wovor habt ihr Angst? Sie waren von Blutmagiern umgeben, die heimtückisch auf den Geist zu greifen und die Gedanken vergiften. Ihr müsst dem jetzt ein Ende machen, bevor es zu spät ist. Ich möchte jeden retten, der gerettet werden kann. Rettet ihr irgendjemanden, wenn ihr dieses Risiko eingeht? Damit dieser Schrecken endet, damit keine Abscheulichkeit und kein Blutmagier überleben, müsst ihr da oben alles und jeden töten. Ich kann das erst entscheiden, wenn ich es selbst gesehen habe. Es ist natürlich eure Entscheidung, aber bedenkt bitte, was ich zu sagen habe. Malefika erkennt man nicht am Aussehen. Ein einziger von ihnen könnte den Geist eines Königs übernehmen. Oder den der obersten Klerikerin. Meine Entscheidung steht. Möge der Erbauer auf euch herabblicken. Ich hoffe, euer Mitgefühl wird nicht unser aller Untergang. Ja. Okay, der hat von irgendwas ziemlich viel Angst. Dann werden wir mal nachgucken, vor was er Angst hat. Bin ich mal gespannt. Oh, hallo. Mein kleines Geschenk an. Was haben wir denn hier? Einen Eindringling. Seid willkommen. Möchtet ihr teilnehmen an unseren Festlichkeiten? Gebietet diesen Tun umgehend Einhalt. Oh, wie könnte ich nicht gehorchen? Bei solch gewaltigem Befehlston. Sehr beeindruckend, dass ihr noch lebt. Das bedeutet unglücklicherweise, dass ihr meine Diener getötet habt. Nun ja, es ist besser, in den Diensten überlegener Wesen zu sterben, als mit der schrecklichen Verantwortung der Unabhängigkeit leben zu müssen.
Ihr werdet schon bald euren Dienern folgen. Wartet, wartet, wartet! Nicht so eilig! Doch. Ich bemühe mich hier um eine zivilisierte Konversation. Na gut, sprecht. Ein Magier ist nur die Larvenform von etwas Größerem. Eure Kirche schmäht uns und nennt uns Abscheulichkeiten, wenn wir unser volles Potenzial freigesetzt haben. Seht sie euch an. Die Kirche hat sie überzeugt. Sie versagen sich selbst die Wonne, etwas Glorreiches zu werden. Ihr seid wahnsinnig. An euch ist nichts Glorreiches mehr, Aldred. Aldred? Er ist fort. Ich bin Aldred. Und doch auch nicht. Ich bin mehr, als er je war. Ich kann euch dieses Geschenk machen, Wynn. Euch und allen Magiern. Es wäre viel leichter, wenn ihr es einfach annehmen würdet. Aber manche sind eben sehr stur. Ich bin froh, dass so viele sich euch verweigert haben. Und was hat es gebracht? Der Sieg war trotzdem mein. Sogar der erste Verzauberer ist auf meiner Seite. Stimmt's nicht, Erwin? Was habt ihr mit ihm gemacht? Haltet ihn auf! Er errichtet eine Armee, er wird die Templer vernichten und... Ihr seid ein schlauer Fuchs, Erwin, dass ihr das verraten habt. Und ich dachte, ich hätte ihn schon... Niemals! Jetzt reicht's aber, Erwin. Er wird mir schon noch dienen. Genau wie ihr. Nein, ich denke, ihr solltet lieber mir dienen.